Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Mensch. Wie ihr seht, Tuberbrook, das wollen wir heute anspielen. Ist ein deutsches Spiel, also von einem deutschen Entwickler. Die haben auch, soweit ich weiß, jetzt den deutschen Computerspielpreis bekommen oder so. Die Veranstaltung war, also die Moderatorin war echt lächerlich. Guckt euch das mal an. Im Netz gibt es hier noch Videos dazu. Echt peinlich. Also ich wundere mich, dass die Leute, die da auf die Bühne gekommen sind, ja, dass die halt sachlich geblieben sind. Oh, da links ist auch ein... Ich hätte jetzt gedacht, eine Mark, aber das ist zu groß für eine Mark. Ich würde jetzt sagen 5 Mark. Audio. Wir machen erstmal die Musik. Scheint alles stimmen. Können wir mal höher machen hier. Machen wir auf der Hälfte. Allgemein. Umgebung und Musik lassen wir so. Genau. So. Video. Kontrast. Ich finde das Bild eigentlich so ganz okay. Oh, im Aufnahmeprogramm sieht es okay aus. Zurück. Zurück. Spielen. Neuen Spielstand. Das soll so ein Point-and-Click-Adventure sein. Ich habe mich da jetzt nicht so viel spoilern lassen, weil ich wollte da unbelastet rangehen. Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum. Geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Also das ist das. Damit bewege ich mich. Ah, okay. Kein Sprit mehr. Und der Motor ist heiß gelaufen. Okay, also brauchen wir Sprit und einen Motor. Kühlen. Kein Saft. Also brauchen wir Strom. Also um hier ranzukommen, also um das aufzufüllen mit Benzin, brauchen wir Strom. Dann gehen wir mal da rein. Meine Reifen sind zum Glück noch ganz in Ordnung. Ah, hier kommen wir ja mal zum Kühlen. Keine Chance. Zugefroren. Scheiße. Hm. Untersuchen? Man scheint Wert auf das Einhalten der Kühlkette zu legen. Hanseneiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Wenn man zwei Sachen machen. Abgesehen von all dem Sand und Schutt, der ewigen Dunkelheit, den Massen an Stechmücken und dem fürchterlichen Gestank nach Benzin, könnte es hier eigentlich ganz gemütlich sein. Da, hier oben? Nee. Oh, cool. Ein paar dieser Sternbilder kann man auch von zu Hause aus sehen. Oh. Jemand hat seinen Werkzeugkasten vergessen. Mhm. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Man kann, das ist mir, also kann ich vorher mal schnell grätschen, bevor wir sowieso zum Fazit nachher kommen. Ihr könnt euch aussuchen, wie ihr steuert. Also wenn ihr, ich gehe mal jetzt schnell aufs Schild hier, so. Wenn ihr diese Menü seht, und dann könnt ihr ja... Lupe ist halt untersuchen, die Hand ist irgendwas machen. Ich denke mal, Zahnrad wird Interaktion sein und der andere Sprechblase wird Quatschen sein, denke ich mal. Dann könnt ihr entweder mit dem Dreieck jetzt hier drücken, weil es hier oben ist, oder halt, wenn andere Dinger frei sind, mit den Tasten, oder ihr könnt das Steuerkreuz nehmen. Also ich nehme jetzt einfach mal hier das Steuerkreuz, ihr seht es, so, hier ist das Steuerkreuz.
zack, nach oben gedrückt. Hansen. Da macht sie das. Und wenn ich jetzt Dreieck drücke, da seht ihr das, da oben ist das Dreieck. Hansen-Eiscreme. Die habe ich als Kind immer gern gegessen. Dann passiert genau das Gleiche. Das ist cool. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mit so einem Xbox-Controller, also praktisch einen PlayStation 4-Controller im Xbox-Style, steuert, könnt ihr die oben steuern und dann mit hier schon alles annehmen. Also da braucht er die Seite eigentlich fast gar nicht, nur halt den Analogstick, um das Steuerkreuz hin und her zu bewegen, wenn ihr was untersuchen wollt. Also mit dem geht es ja natürlich auch, da habt ihr das zum Bewegen hier unten und das Steuerkreuz oben. Aber ich finde es besser, wenn das Steuerkreuz weiter unten ist. Also muss ich echt sagen, ich habe mich so an den Xbox-Controller gewöhnt. So, haben wir erstmal aufmachen. Abgeschlossen. Gut. Natürlich. Mhm. Mit einer Zange? Zange die Tür öffnen? Ich wüsste nicht wie. Okay. Hallo? Ist jemand da? Ich brauche wirklich dringend Benzin. Essen auch Räder an Ihre Bestellung. Steuerfahndung aufmachen. Bitte lassen Sie mich rein. Ich bin auch ganz sicher kein Vampir. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen, Digga? Habe ich vielleicht irgendwas übersehen, dass man hier irgendwo nur was drücken kann? Ist das ein Schaufenster? Oh! Was ist denn hier? Ein versteckter Ersatzschlüssel. Das war ja einfach, als wenn er gefunden werden wollte. Als wenn er gefunden werden wollte. Ich mach mal, glaube ich, Audio. Ist ja gar nicht eingestellt. Stimmen. Umgebung. Ich habe vergessen, Anwenden zu drücken. So. Ich wundere mich, warum die Stimmen so leise sind. Nein, ich wollte auch. Ach Mensch. Also nicht beenden drücken, ich habe gedacht, beenden jetzt das Menü. Ja, das wissen wir ja, das kennen wir ja schon. Tja, der Tank ist leer und dein Motor wird mir langsam zu heiß. Ich kümmere mich drum, geht gleich weiter. Wo sind wir hier bloß gelandet? Also wir waren ja schon ziemlich weit, ich brauche jetzt nicht alles nochmal untersuchen. Wir machen jetzt einfach ein Schnellverfahren. Das war ja einfach, als wenn er gefunden wird. Ja, mitnehmen. So, dann hat man hier noch die Zange. Geplündert, bis auf eine rostige Zange. Also auf jeden Fall ist er jetzt besser zu verstehen. So. Quatschen brauchen wir jetzt nicht extra. Wir wissen ja, dass da keiner da ist. Das war irgendwie zu einfach. Okay. Ganz schön finster hier. Man sieht ja kaum die Hand vor Augen. Bilder, Lampen, ein Tresen. Wenn man Licht haben will, Lichtschalter ist eigentlich immer hier an der Tür irgendwo. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Bild.
ein versteckter Schalter. Okay. Dann drücken wir doch den Schalter. Das muss der Hauptschalter sein. Das sieht doch ja nicht mal so schlecht aus. Ein paar Sitzplätze. Ja, trinken. Ich sehe aber auch gerade was. Da geht der... ich habe eine Idee. Ha, habe ich doch richtig Idee gehabt. Stromkabel. Zip. Oh, was haben wir denn hier? XXL. Ohne nachfüllen. Becher, okay. 20% Brötchen, 5% Aufschnitt und 75% Folie. Mhm. Nein, danke. Ziemlich angestaubt. Wir sind hier so weit draußen. Würde mich wundern, wenn diese Karten jemals irgendwo ankommen. Diese hier zeigt die nähere Umgebung. Ich nehme sie mal mit. Ja, sicher ist sicher. Bisschen ab vom Schuss. Kann ich nichts mehr machen. Ich habe nur noch ein paar Mark übrig. Die kann ich hier draußen eh nicht gebrauchen. Doch, Mark. Kaffee. Also wenn ich was überhaupt nicht mag, dann sind das Kirschkuchen und Kaffee. Sehr lecker. Kaffee. Darf zwar nicht mehr, aber... ziemlich angestaubt. Hier haben wir noch was. Schon wieder dieser gruselige Song. Sieht echt nicht gut an. Nicht vertrauenswürdig. Ha, habe ich richtig vermutet. Ich hab schon so vermutet, so dass die Stromleitung genau, nach draußen geht für die Kühltruhe. So. Dann machen wir erstmal kühl. Hier. Deine wohlverdiente Abkühlung. So, und dann? Nee. Ein Kurzschluss und mir fliegt alles um die Ohren. Tanken. Jetzt funktioniert sie. Knopf gedrückt. Schön austrinken. Du bist ja halb verdurstet. Und da muss ich echt sagen. Leute, bitte mehr davon. Mehr Point-and-Click-Adventure. Für die PS4. So, das hätten wir. Los geht's. Boah, der Song, der ist echt gruselig. Nun komm schon. Spring an. Schon wieder die Ölpumpe. Sieht so aus, als würden wir hier noch eine ganze Weile feststecken. So, kann die nicht reparieren. Also spielen wir jetzt die Frau und... also der Grafikstil, den finde ich echt klasse. Ist wirklich schön anzugucken. Let's Play vorstellen, muss ich mal so sagen. Mal was ruhig.
Aber irgendwie kommt mir... die Stimme von der Frau bekannt vor. Ich habe jetzt einfach... Wieso bin ich jetzt wer anders? Sind Sie sicher, dass wir hier richtig sind? Wann geht der nächste Bus zurück in die Stadt? Das ist ab 12 Jahre. Peggy-mäßig. Deutschland ab 6. Ich bin angekommen. Ausgespuckt in der düsteren Leere Europas. Windows, so Mac, gesehen, Linux, könnte dieser Ausflug zum besten PS4, Urlaub aller Xbox Zeiten. One, Nintendo Switch. Also für ich fühle mich schon richtig gut. Entspannt. Ich guck nur gerade wegen den Synchronsprechern, weil mir die Stimme von dem Mädel da so bekannt vorkam. Als Sprecher der Figuren werden... Justin, Ben, Nora Schirmer, Dirk von Lützow, keine Ahnung, wer das alles ist, ey. Jan Böhmermann, ach du Scheiße, der war so mit bei, um Gottes Willen. Schade, hier steht aber auch nicht, wer was spricht. Ich guck mal jetzt bei der Tussi, die hier stand mit Jan Böhmermann zusammen. Hier. Nora Schirmer. Opa Marie Schirmer. 81er Baujahr, Mensch, die ist so alt wie ich. Ost-Berlin. Die könnte vielleicht sein. Da muss ich mir nachher auf jeden Fall mal Soundproben von der anhören. Untersuchen. Bis zur nächsten Stadt sind es zig Kilometer. Oh, das ist weit. Ah ja, hier bin ich. Die Bushaltestelle. Mein Tor zur Außenwelt. Mein Tor zur Außenwelt. Ja, so war das früher. Viel zu untersuchen. Sieht kalt aus. Mehr sagt er da nicht. Da ist der Lack ab. Tretbootverleih. 1 Stunde, 1 Mark. Hades. Tretbootverleih, Souvenirs, Anglerbedarf. Geschlossen. Trüberbrook, Kreis Brokenlande. 1 Kilometer. Eine Wanderkarte der Region. Der obere Teil ist abgerissen.
Gut. Tick dich hin, Tigger. Komm hier, ich mach Platz. So. Ich frage mich, was das ist. Och, Mensch, Kata. Was ist denn gut? Was ist denn gut? Ach, da steht der Herrn Böhmermann. Nach kurzem Fußmarsch den Ort erreicht. Trüberbrook. Ein beschauliches Dörfchen. Wirkt etwas heruntergekommen. Ich muss zugeben, Beverly, ich habe mich jetzt schon in dieses Örtchen verliebt. Wer ist Beverly? Ist ein Fuchs? Das ist ja eine komische Katze. Eine Katze ist ein Fuchs. Was ist das? Das ist womöglich das Wahrzeichen des Ortes. Tja, gut, Mosi. Antigua. Mensch, dann leg dich doch hier hin, dicke Ding. Na, siehst du. Oh, hier geht's hinter. Ich weiß aber nicht, ob wir hintergehen sollten. Dunkle Ecken sind halt immer so eine Sache. Geht gar nicht. Gut, hat sich schon erledigt. Wir kommen hier nicht weiter. In der Auslage ist eine Auswahl lokaler Wurstspezialitäten und Fleischkreationen ausgestellt. Wurstebrei, Stippgrütze, Schlachteplatte, Potthucke, tote Oma. Tote Oma, richtig. Aus Blockwurst. Das geheimnisvolle Dorf. Wer guckt sich sowas an? Aber tote Oma kennen die doch im Westen gar nicht. Ich habe das örtliche Kino gefunden. Möbiuspalast. Western und Noir scheinen hier die beliebtesten Genres zu sein. Fumi und die Zeitmaschine. Ich liebe solche Streifen. Aber aus quantenphysikalischer Sicht sind sie natürlich völliger Quatsch. Quantenphysik. Woher kennt er sich mit Quantenphysik aus? Kleinanzeigen, Aushänge, Bekanntmachungen. Bald findet ein Dorffest statt. Ja gut, Digga. Aufregend. Leg dich hin hier, Tickerchen? Das muss meine Unterkunft sein. Ah, okay. Guten Abend. Hi. Hey. Ah, das ist doch die haben wir da eben gespielt. Na, Keiner da, wa? Sieht nicht so aus. Okay, Google. Synchronstimmen Trüberbrook. Trüberbrook. Wo sind denn alle? Ich habe hier eben noch jemanden gesehen. Da geht es zu den Zimmern. All diese schönen Menschen.
muss sich um eine Art Ahnengalerie handeln. Ich glaube eher, dass das die Entwickler sind. Zeit übersehen, oder? Also, das überspringt nämlich manchmal schnell. Es können nicht viele Zimmer vergeben sein. Alle Schlüssel sind noch da. Ziemlich viele Angeln haben sie hier. Geht nicht weiter, okay. Hallo? Nah von dir, Digga. Ich gebe nicht auf. Ja. Guten Abend. Sie wünschen? Für mich ist hier ein Zimmer reserviert. Sieht wieder aus wie ein... Das Gewinnspiel? Nee. Sie wissen schon. Ich habe den Aufenthalt gewonnen. Gewonnen? Wie gewinnt man einen Aufenthalt in Trüberbrook? Tja, ah, nicht also, Trüberbrook. Ich kann mich selbst gar nicht daran erinnern, bei einem Gewinnspiel mitgemacht zu haben. Aber ich habe diese Gewinnbenachrichtigung bekommen. Okay, Google. Wie war noch mal der Name? Synchronsprecher in Trüberbrook. Doktor. Hans Tannhauser. Dr. Hans Tannhauser. Tannhauser. Elevenhauser. Dr. Hans Tannhauser. Ja, richtig, hier steht's ja. Und sagen Sie, ist das Zimmer auch ruhig? Aha. Brauchen Sie es denn ruhig? Ich arbeite an einem Text und könnte etwas Ruhe gebrauchen. Text? Sind Sie ein Schriftsteller oder sowas? Physiker. Ich bin Physiker. Ich schreibe gerade eine Abhandlung über Quantenphysik. Ah, ihr kennt sich mit Quantenphysik aus. Heute Abend ist das große Dorffest. Da könnte es etwas lauter werden. Aber ansonsten ist hier von der Lautstärke her nichts zu befürchten, sag ich mal. Hier ist dein Schlüssel, Dr. Tannhauser. Ich bin übrigens Trude. Sagen Sie, wo sind eigentlich all die anderen Gäste? Sagen wir mal so. Die Saison in Trüberbrook ist schon vorbei. Mir scheint, als wäre die Saison schon länger vorbei. Hier steht halt immer noch nur die paar Synchronsprecher drin. Ich hätte gerne eine komplette Liste von denen. Wenn mir die Stimme total bekannt vorkommt. Oh. Was war das? Ich habe gedacht, der kramt gerade an seinem Koffer. Du musst mir helfen. Ist der Typ gerade mit meinen Aufzeichnungen verschwunden? Ja. Beverly, etwas Ungewöhnliches ist passiert.
Ich hatte einen ungebetenen nächtlichen Gast in meinem Zimmer. Jetzt ist er verschwunden. Ich nehme die Verfolgung auf. Was ist das für ein Glibber? Gruselig. Eine Art Seeungeheuer. Muss sich um eine lokale Legende handeln. Ich will jetzt nicht zurück ins Bett. Ich habe eine Mission. Den Schrank hat der Dieb jedenfalls nicht durchsucht. Ich will den Tatort nicht verändern. Was für ein Chaos. Was ist das für ein Glibber? Na, dann gehen wir raus. Wo ist er hin? Das hat man ja alles schon gemacht. Zählupdate. Finstere Nacht. Im fahlen Licht der Sterne scheint das Dörfchen nur aus zackigen Schemen und Einsamkeit zu bestehen. Psst. Na, so spät noch unterwegs? Ja. Jemand war in meinem Zimmer. Wer ist da? Ach, da. Kaum hier und schon heimliche Verehrer? Nein, ein Dieb, glaube ich. Ich habe hier zwar niemanden gesehen, aber wenn ich du wäre, würde ich vielleicht diesen ziemlich auffälligen Fußspuren folgen. Da hast du wohl recht. Entschuldige mich bitte. Die Situation wird zunehmend ärgerlicher. Ich bin dem Dieb meiner Aufzeichnungen in eine Art Sackgasse gefolgt. Und nun ist er verschwunden. So stehe ich hier am anderen Ende der Welt, meine Aufzeichnungen beraubt. Ich frage mich, wer zum Geier eine Abhandlung über Quantenphysik klauen würde. Was ist das für eine Spur aus Glibber, die der Dieb hinter sich herzieht? Ich möchte lieber nicht wissen, wo er da reingetreten ist. Nichts machen. Nur mit ihr quatschen, dann quatsch ich mal mit ihr. Willst du eine gruselige Geschichte hören? Mhm. Angeblich gab es hier in den Bergen einen protogermanischen Kult. Und die haben zu den Geistern hier in den Wäldern gebetet. Vielleicht ist dein Besucher ja so ein Geist. Wieder die Musik. Diese Protogermanen hatten wohl eine blühende Fantasie. Ach Quatsch. Wie war nochmal dein Name? Tannhäuser? Dennhauser? Ich bin Gretchen. Ich bin Anthropologin. Rein zufällig sind diese alten protogermanischen Kultstätten mein Spezialgebiet. Irgendwo Gretchen. In der Nähe soll eine davon sein. Ich konnte sie aber noch nicht finden. Gretchen Truberbruck. Das ist ja schön und gut, aber was mache ich jetzt bloß ohne meine Aufzeichnung? Weißt du was? Ich helfe dir, den Dieb zu finden. Wie es aussieht, hat er sich mit der alten Seilbahn in die Berge davon gemacht. Zufälligerweise muss ich auch dahin. Naja, du bist doch auch Wissenschaftler. Du kommst jetzt mit und hilfst mir suchen. Nach meiner Kultstätte. Wer weiß, vielleicht findest du ja auch deinen bösen Waldgeist mit Interesse für Quantendingsbums. Eine Hand wäscht die andere. Also, was sagst du? Kommst du mit? Ich finde nur was Englisches. Tannhäuser trifft auf die Gretchen, die den... Steht auch ja nicht da. Das Gretchen. Gretchen denkt.
Ich stehe zwar auch bei Wikipedia, dass Gretchen mit ihm quatscht und sowas alles, aber da steht nicht, wer Gretchen spricht. Das lässt mir keine Ruhe, ey. Komplettlösung, ich will keine Komplettlösung. Komplettlösung will ich auch nicht. Kritik will ich auch nicht. Ich wollte meine eigene Kritik. Mann, scheiße, das nervt mich. Mir kommt die Stimme von der total bekannt vor und ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Wenn euch auffällt, wer das sein könnte, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare, wenn ich es bis dahin noch nicht herausgefunden haben sollte. Ich wusste doch, dass du Lust auf ein Abenteuer hast. Bist du Stadler? Ich bin Stadler. Morgenstund hat Gold im Mund und so weiter. Wir müssen einen Weg den Berg hinauffinden. Ich könnte gar nichts sagen. Ist, die Seilbahn zu nehmen. Das hat sich wahrscheinlich auch unser Freund gedacht. Ganz in Ordnung sieht die Seilbahn aber nicht aus. Ach, die kriege ich schon wieder hin. Ach, Atrophäe. Kriege ich nicht hin. Kriege ich nicht hin. Der Hauptschlüssel fehlt und wir haben einen Marderschaden an der Hauptleitung. Ob das der Dieb gemacht hat? So, Vorschlag. Ich halte hier die Stellung und versuche mein Bestes. Schau du dich doch mal unten im Ort um. Wir brauchen den Hauptschlüssel für die Seilbahn und wir müssen irgendwie diese kaputte Hauptleitung überbrücken. Kannst du dir das merken? Ich versuche es mir zu merken. Los geht's. Das wird sicher ein Spaß. Ich glaube nicht, dass das ein Spaß wird. Was haben wir hier? Starkstrom. Irgendwie müssen wir das doch repariert bekommen. Wie antwortet die jetzt? Alles okay? Hast du Hirnschäden? Wie bekannt, haben Marder eine verhängnisvolle Liebe zu Kabeln aller Art. Im vorliegenden Fall muss es sich um ein besonders stattliches Exemplar gehandelt haben, der Dicke des Kabels nachzuurteilen. Als Ausweg blieb ihm nur der Tod. Ich frage mich, was das ist. Verschlossen. Der alte Generator läuft auf Hochtouren. Es schlagen schon Funken raus. Ah, Karton. Hallo? Jemand da? Nee. Okay. Was war das? Also hier oben ist nichts mehr zu machen. Ah, doch, hier haben wir noch was. Was ist das? Mit dem Fernrohr hat man sicher einen guten Blick ans andere Seeufer. Man muss eine Münze einwerfen. Hab ich nicht. Eigentlich ein ganz schöner Tisch. Seien Sie vorsichtig, der Tisch wackelt ganz schrecklich. Okay. Bleiben Sie lieber auf Abstand. Der Tisch wackelt so schlimm. Dieser Tisch, er wackelt. Hier geht einfach alles den Bach hinunter. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Es ist ein Trauerspiel, wie der Ort, wo die Hunde geht. Alles geht den Bach hinunter, genau wie dieser wackelige Tisch. Hm.
Oh, was ist denn das hier? Da oben ist eine Wäscheleine bis unter mein Fenster gespannt. Wieso blinken das alles? Okay. Da hängt ein Kleiderbügel an der Leine. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Mit ihr. Mal gucken. Guten Morgen. Morgen. Rauskriegen. Genau, wir wollen erstmal einen Raum melden. Letzte Nacht hatte ich einen ungebetenen Gast in meinem Zimmer. Bei uns im Haus? Oh Gott, das tut mir leid. Wenn Sie gestatten, werde ich sogleich die Polizei informieren. Danke. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten. Ein schönes Etablissement haben Sie hier. Im Familienbetrieb seit über 75 Jahren. Ich hatte die Wirtschaft eigentlich mit meinem Bruder übernommen, aber jetzt sind es nur noch ich und meine kleine Tochter. Ihre Tochter schaut wohl gern fern, hm? Ach, das Kind sitzt ständig vor der Kiste. Sie hat nur außerirdische und fremde Welten im Kopf. So ein Unsinn, oder? Als einziger Gast habe ich mich gefragt, wie läuft denn die Saison bis jetzt? Saison? Haben wir schon seit Jahren keine mehr gehabt. Was ist denn aus Ihrem Bruder geworden? Ach, der Lump hat sich nur für seine Flasche interessiert. Am Ende hat der Taugenichts zu viel an seinem Bolzenschuss geschnuppert und sich aus dem Staub gemacht. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Tode? Machen Sie mir ein Pilzbier, bitte. Sekunde, Professorchen. Hier, ein Bierdeckel. So, zum Wohl. Verschlossen. Bitte nicht da stehen. Entschuldige, war keine Absicht. Was guckst du denn da? Hast du noch nie einen Fernseher gesehen? Sehen Sie nun eine neue Folge von Raketenschiff Andromeda. Du lebst wohl hinterm Mond. Mit einem Fernseher kannst du in andere Welten reisen. Damals hieß die Serie Orion, Raumpatrouille Orion oder so? Ich hab dich noch nie hier gesehen. Bist du auch aus einer anderen Welt? Ja. Das kann man wohl sagen. Mein Name ist Hans. Ich komme gerade aus Berlin. Hallo Hans, ich bin Leni. Meiner Mama gehört das Gasthaus. 70.000 Lichtjahre von zu Hause entfernt ist das Raketenschiff im Sternensystem Omega 3 gestrandet. Ist Berlin auch im Sternensystem Omega 3? Omega 3 ist jetzt mitten im Brandenburg, also mitten entfernt. Ich könnte Omega 4 nehmen. Ich nehme mal Brandenburg. Berlin liegt mitten in Brandenburg. Also, Welten entfernt. Brandenburg? Das kenne ich nicht. Commander Aurora, die Star-Kybernetikerin, sucht einen Weg nach Hause. Und was ist dein Beruf? Bist du auch Star-Kybernetiker? Ich bin Quantenphysiker. Quanton was? Ich werde jedenfalls Star-Kybernetikerin. Nur Commander Aurora kann mit ihren Space Beams die bösen Rulonier in Luft auflösen.
Und habt ihr Berlinalia auch besondere Fähigkeiten? Kannst du auch Sachen verschwinden lassen? Ich kann Unmengen von Süßigkeiten verschwinden lassen. Das kann ich auch. Bleiben Sie an den Empfangsgeräten. Wir setzen das Programm nach der Reklame fort. Mein Onkel konnte auch Sachen verschwinden lassen. Ich weiß auch wo, aber ich darf es keiner Menschenseele sagen. Aber ich bin doch gar kein Mensch. Ich bin doch Berlinalia. Stimmt. Aber kannst du denn beweisen, dass du kein Erdling bist? Ich lasse mir was einfallen. Hier, mit diesem Sterntagebuch stehe ich in Kontakt mit meiner Heimatwelt. Eintrag. Habe soeben das Menschenkind Leni getroffen. Sie ist Hüterin eines Geheimnisses. Ist das wirklich ein Sterntagebuch? Darf ich auch mal? Gern. Hier spricht Leni vom Planeten Erde. Mein Onkel hatte ein Geheimversteck unter der losen Diele in Zimmer 3. Zimmer 3? Muss ich nur noch hinkommen? Doch. Otto, da wohne ich. Zimmer 3 war früher das Zimmer von meinem Onkel Heinz. Und wo ist dein Onkel jetzt? Meine Mama sagt, er lebt jetzt auf dem Planeten Nichtsnutz. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Ein trübes Ölgemälde von welkenden Rosen in einer Vase. Ein Teil der Farbe blättert ab. Irgendwie poetisch. Da sitzt eine Magd. Die fühlt sich richtig wohl. Ich rette dich, kleiner Freund. Okay, haben wir eine Made. Man serviert hier im Ort gerne deftige Hausmannskost. Wie mir auffällt, haben ein paar Maden hier ein schönes Zuhause gefunden. Moderne Küche, Mad Eagle, Toast Hawaii, Käsespießchen. Sieht ein bisschen oll aus. Ich möchte das Buffet nicht einpacken. Es gehört eigentlich direkt in den Müll. Aber ich liebe Käsespießchen. Nichts an mich selbst. Das Buffet in diesem Wirtshaus ist ein Fall für das Gesundheitsamt. Die Dose muss vom Tisch gefallen sein. Wer war die? Okay. Dann gehen wir mal auf unser Zimmer. Ach da, jetzt. Ich muss die geht nur bei der Leiter, nicht bei der Treppe. So, dann fangen wir mal auf der Seite vom Raum an. Handtücher. Können wir mitnehmen, okay. Und das können wir untersuchen. Wie schnell man mal die Welt kaputt macht. Hoffentlich kein schlechtes Omen. In diesem Wirrsal aus Flecken und Klecksen verstecken sich bestimmt viele Geschichten von vormaligen Bewohnern dieses Zimmers. Ja. Oh.
Hier ist tatsächlich ein Versteck. Okay, das hätte ich jetzt nachher erst gesucht, aber okay. So, haben wir das schon mal? Plunder und eine fast leere Flasche Schnaps. Ich nehme nur den Schnaps. Bolzenschuss. Ich will den Tatort nicht verändern. Nur ein Kleiderbügel. Den nehme ich auch mit, okay, warum, weiß ich nicht, aber... Irgendwie schrullig, sich... Hoppala, ich habe aus Versehen unterbrochen. Ich will den Leuten hier nicht ihre Kunst verhängen. Da haben wir noch was. Lampe, ne, also... Das Wetter hat sich aufgeklärt. Kann man die auch? Nee, kann man nur angucken. Das habe ich ja schon gemacht. Was ist denn das? Die Antenne ermöglicht den Fernsehempfang in der Gaststube. Ach so. Aber wir hatten ja noch was anderes. Wir hatten ja noch das. Mit dem Karton? In meiner alten WG haben wir den Müll manchmal aus dem Fenster geworfen. Ich habe versprochen, es nicht mehr zu machen. Schon, das Bett hatten wir auch schon. Was ist das? Unterm Bett geht hoch. Da liegt etwas. Stuhlbein oder was? Massagestab. Muss jemand verloren haben. Nee, Massagestab ist klar. Ist klar, Massagestab. Ja, ja, ja. Ihr quatscht mal auf den Massagestab an. Guten Morgen. Morgen, Herr Tenhauser. Konnten Sie schon mit der Polizei sprechen? Ich habe dem Herrn Kommissar das Verbrechen geschildert. Es kann sich nur noch um Stunden handeln, bis sich jemand der Sache annehmen kann. Wie meinen Sie das, um Stunden? Die Wache befindet sich gleich im nächsten Ort. Aber wie Sie wissen, ist er ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen geduldig sein. Sobald der Kommissar seinen aktuellen Fall gelöst hat, wird er sich gleich um Ihren kümmern. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Sie hören von mir, sobald es Neues in der Sache gibt. Und solange habe ich nichts zum Anziehen, weil ich nicht an den Koffer rankomme, oder was? Mir ist da was aufgefallen. Immer raus damit. Die Tür dort wurde schon länger nicht mehr geöffnet, oder? Das ist die Tür zum Keller. Da hatte mein Bruder sich sein kleines Reich eingerichtet. Seitdem er das Weite gesucht hat,
hat sich niemand mehr für die Tür interessiert. Er hat den Schlüssel einfach mitgenommen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Mhm. Können Sie mir sagen, was es mit der alten Seilbahn auf sich hat? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Sülz. Wer genau ist dieser Freiherr von Sülz? Freiherr von Sülz war der Betreiber des Bergwerks. Philanthrop und Kunstmäzen. Seine Frau war die schillernde Baronin von Sülz, von der Sie doch sicher schon gehört haben. Ja, ja, klar. Naja, jedenfalls, als das Unternehmen ihm das Bergwerk weggenommen hat, ließ ihn auch die Baronin allein und der Freiherr blieb als gebrochener Mann zurück. Nur noch sein Kater kann ihn ein bisschen erfreuen. Wonach wurde dort geschürft? Eine alte Silbermine. Also nichts, was einen Quantenphysiker interessieren könnte. Ist schon ein paar Jahre her. Damals, als es noch Arbeit genug für alle gab. Aber dann hat dieses Unternehmen erst das Bergwerk übernommen und dann einfach dicht gemacht. Und warum haben Sie das Bergwerk dicht gemacht? Na, da gibt's die wildesten Spekulationen im Ort. Erst sind angeblich Leute spurlos verschwunden. Touristen, arme Lohnarbeiter ohne Angehörige und so weiter. Andere redeten von giftigen Rückständen in der Luft und im Wasser. Mhm. Aber keiner weiß, was genau ist. Wenn Sie mich fragen, ich bin einfach nur froh, dass der Spuk ein Ende hat. Wegen der ganzen Gerüchte sind uns jahrelang die Kurgäste weggeblieben. Sehen Sie ja selbst. Was ist das für ein mysteriöses Unternehmen, von dem Sie da sprechen? Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Klingt schon nicht gut. Die haben Verbindungen bis ganz nach oben, wenn Sie wissen, was ich meine. In die höchsten Gefilde der Macht. Und was wurde aus den Leuten, die im Bergwerk gearbeitet haben? Immer mehr Fremde kamen in den Ort. Was die letztlich im Bergwerk getrieben haben, weiß keiner so genau. Manche sind verschwunden, manche sind verrückt geworden. Wer weiß das schon so genau? Irgendwann haben sie sogar das alte Sanatorium gekauft, um ihre Arbeiter unterzubringen. Das war natürlich vor der Schließung des Bergwerks. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Die Seilbahn führt rauf zum alten Bergwerk. Das gehörte einst dem Freiherrn von Sülz, bis dieses Unternehmen aus Übersee ihn unter Zwang rausgekauft hat. Die nennen sich Millennium-Kooperative oder so ähnlich. Sehr dubiose Gesellschaft. Okay. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Die Seilbahn, das dient sehr... Genug gehört. Kann ich sonst... Ich muss weiter. Fühlen Sie sich wie zu Hause, Professorchen. Übrigens, das Buffet ist eröffnet. Bitte, bedienen Sie... Oh, danke. Für mich? Das habe ich unter dem Bett gefunden. Und jetzt wollen Sie das Gerät, sagen wir, als Pfand für eine Angel dalassen? Ja. Ja, das klingt nach einem guten Geschäft. Die freut sich, die wird den Angel testen. Sie wissen ja, Wiedersehen macht Freude. Was ist das? Der Tisch wackelt nicht mehr? Oh, ich danke Ihnen sehr. Ich konnte schon an gar nichts anderes mehr denken, als an diese verflixte Wackelei. Guten Morgen. Der Herr? Ein schönes Plätzchen haben Sie hier. Freiherr Otto Titan von Trüberbrook-Sülz, der Name. Tennhauser. Angenehm. Kommen Sie. Tun Sie sich für einen Moment die Gesellschaft eines einsamen, gebrochenen alten Mannes an. Okay. Sind Sie von hier? Das kann man wohl sagen. Mein ganzes Leben habe ich dem Wohlergehen und Gedeihen Trüberbrooks gewidmet.
Mir gehörten einst das Bergwerk und die Seilbahn. Aber das ist jetzt alles Vergangenheit. Sind Sie von hier? Das kann man wohl sagen. Haben Sie Freunde oder Familie? Meine Gemahlin hat mich sitzen lassen. Und mein geliebtes Trüberbrook geht langsam vor die Hunde. Nur mein Klaus hat immer treu zu mir gehalten. Und jetzt ist auch noch er verschwunden. Wer ist Klaus? Klaus, mein Kater. Ein Engel von einem Tier. Er ist der Einzige, der immer zu mir gehalten hat. Aber jetzt ist er spurlos verschwunden. Alles in dieser Welt geht den Bach hinunter. Das sage ich Ihnen. Hat jemand Klaus entführt? Ich weiß es nicht. Klaus war ein treuer Kater und stand mir immer zur Seite. Dann ist er einfach spurlos verschwunden. Man kann sich in dieser Welt einfach auf nichts verlassen. Das sage ich Ihnen. Es ist einfach schrecklich. Was ist das hier nur für ein seltsames Örtchen? Ach, wissen Sie, dieser Ort war einst der schönste Fleck auf Erden. Die Reichen und Schönen kamen zur Kur. Reisende und Touristen aller Couleur. Wer hier nicht in der Tourismusbranche tätig war, fand Arbeit im Bergwerk. Aber das ist jetzt alles vorbei. Haben Sie dann zufällig noch den Schlüssel für die alte Seilbahn? Bitte entschuldigen Sie, aber ich würde Sie bitten, mich jetzt alleine zu lassen. Ich möchte in Ruhe um meinen Klaus trauern. Ich empfehle mich. Also da oben brauchen wir ja nicht hin, da waren wir ja. Was ist denn jetzt hier los? Sieht aus, als hätte hier letzte Nacht der Blitz eingeschlagen. Sieht immer noch stabil aus. Ein Fels? Den kann ich auch nicht. Hilarius der Unberatene, Markgraf von Trüberbrook, Bezwinger des Drachen, Retter von Trüberbrook. Ja, im Jahre des Herrn 1250 Anno Domini. Ich will den Leuten hier nicht ihre Kunst verhängen. Wie kann ich denn machen? Ist auch nichts. Kleiner Bug, denke ich mal. Ich denke, glaube nicht, dass ich da durchkommen soll. Gartenzäune erinnern mich immer irgendwie an meine alte Nachbarschaft. Den Eimer scheint man aus rein dekorativen Gründen dort oben aufgehängt zu haben. Mehr ist hier nicht. Den Eimer scheint man aus... Verschlossen. Oh je, sie sieht verzweifelt aus. So einfach komme ich nicht an sie heran. Ich komme nicht nah genug an sie heran.
Wir wissen, dass Katzen gerne klettern. Nun sind ihre Körper nur zum Klettern in eine Richtung gemacht, nämlich nach oben. Jedenfalls, Beverly, habe ich eine große rote Katze auf einem Baum entdeckt, bei der es sich bei näherer Betrachtung womöglich genauso gut um einen Fuchs handeln könnte. Es könnte Hilfe vonnöten sein. Ich versuche, die Katze im Baum mit einem Lockruf zum Herunterklettern zu bewegen. Miau! Miau! Klappt sehr gut. Nichts passiert. Ich komme nicht nah genug an sie heran. Röhricht. Dann rennt mich ein bisschen an die Schulzeit gerade was. Neun Leben hin oder her. Ich glaube nicht, dass sie diesen Sturz überleben würde. Federweich. Oh! Also, weiß. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, aber okay. Armes Kätzchen. Ich habe ein schönes, weiches Bettlaken über das Boot gespannt. Ich habe doch noch einen Karton mitgenommen. Das schmeckt dir wohl, hm? So, ich kann immer nur das auswählen, was ich in dem Augenblick wohl nutzen kann. Klaus? Guten Morgen. Der Herr? Gibt es Neuigkeiten von Klaus? Nichts. Ich empfehle mich. Geht ja hier auch nicht weiter. Kleinanzeige für heute aufregen. Ich hör schmatzen. Ah, da ist er. Von hier gibt es keinen Ausweg mehr, Kätzchen.
Ich glaube, sie ist vor Schreck eingeschlafen. Vor Schreck eingeschlafen, ist klar. Jetzt habe ich dich. Ist das hier vielleicht Ihr Kater Klaus? Oh, mein armer alter Klaus! Wo bist du nur gewesen? Du siehst ein bisschen erschöpft aus. Ode to Klaus. Wieso sind die Trophäen in Englisch? Wenn es eine deutsche Firma ist und einen deutschen Videospiel. Nee. Guten Morgen. Der Herr? Können Sie mir etwas über die Seilbahn im Ort erzählen? Ach. Was ist denn? Die Seilbahn, alles wurde mir diese ganzen Verrückten die Seilbahn, das Bergwerk, das ganze Dorf. Ach, das wird neuet, okay. Ich bin ganz Ohr. Immer mehr Fremde sind in den Ort gekommen. Weiß der Geier, was die da in meinem Bergwerk getrieben haben. Aber nach ein paar Jahren schnellem Profits haben sie den Laden dicht gemacht und gleich die ganze Seilbahn stillgelegt. Muss man sich mal vorstellen, das war mein Lebenswerk. Die haben das Bergwerk geschlossen, die Leute vertrieben und aus einem ehemals blühenden Luftkurort eine Geisterstadt gemacht. Was sind das für Verrückte, von denen Sie da sprechen? Die Millennium-Kooperative. Ein multinationales Konglomerat. Rücksichtslos und ohne Skrupel. Die lassen uns kleinen Familienunternehmen kaum etwas übrig. Sie haben ein Bergwerk betrieben? Ja, ich bin doch der Freiherr von Sülz. Unternehmer und Montaningenieur in dritter Generation. Förderer der Gemeinde Trüberbrook. Beigeordneter des Gemeinderats. Ortsvorsteher der Ortsteile Trüberbrook-Sülz und Trüberbrook-Dössel und als Kunstmäzen über die Grenzen des Landes bekannt. Was meinen Sie mit kaputt gemacht? Erst haben sie mir das Bergwerk entrissen. Dann kamen immer mehr dubiose Eierköpfe und fremde Arbeiter mit ihren Riesenmaschinen in den Ort und haben uns die Kurgäste vertrieben. Würden Sie mir die ganze Geschichte noch einmal im Detail zusammenfassen? Was sind das? Die Millennium Rücksichts, die lassen mehr. Kennen wir doch, weißt du, alle und tut mir leid, dass. Ich danke Ihnen für Ihre Anteilnahme. Ein schönes Plätz. Kommen Sie, tun Sie. Haben Sie dann zufällig noch den Schlüssel für die alte Seilbahn? Sie waren heute so gut zu mir. Sie haben einen alten Mann und seinen treuen Kater wieder miteinander vereint. Ich würde Ihnen alles geben. Mein ganzes Erbe können Sie haben. Aber Sie, bescheidener Mensch, wollen nur diesen alten Schlüssel. Hier, bitte. Ich verstehe zwar nicht, was Sie damit wollen, aber nehmen Sie ihn nur mit. Klaus, mal was machen? Nee. So. Dann würde ich für das Angezockt hier auch erstmal Schluss machen. Wir haben es jetzt angezockt. So. Es macht echt Spaß, das Spiel, muss ich wirklich sagen. Es ist wirklich cool gemacht. Der Zeichenstil ist cool, die Stimmen sind cool, selbst die Sprüche sind cool. Echt, es macht richtig Spaß. Also ich könnte es mir gut als Let's Play vorstellen.
Und vor allen Dingen, es ist ein ruhiges Spiel. Das ist schon mal ganz schön, schön gut. So. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Däumchen wert, Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wie gesagt, es gibt es für PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One und Switch. Also ist für jeden was dabei. Jeder kann das Spiel spielen. Ich denke mal, der wird auch nicht ihre vier Ressourcen auf dem PC wegfressen, weil, seht ihr, das ist ja nur so ein bisschen animiert und so. Also, sollte eigentlich bei fast jedem PC laufen. So, aber nichtsdestotrotz mache ich hier einen Schlussstrich, weil wir sind jetzt schon bei 1 Stunde 19. Ich wollte eigentlich nur ein halbes Stündchen oder so machen. Aber es macht einfach Spaß. Und bitte, bitte, Leute, mehr Point-and-Click-Adventure für die PS4. Und vor allem mehr so eine geilen Sachen. Es macht wirklich Spaß. Also ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich bin dann jetzt wirklich weg. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Das hat euer Odin.